Hallo und herzlich willkommen zum letzten Tag unserer intergalaktischen Erfahrungsreise. Wir haben hier Daniel und Adriano und wir hören jetzt etwas zu dem E-Rezept im Telematik-Infrastrukturland. Ja. Jawohl. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid zu unserem Vortrag E-Rezept in Telematik-Infrastrukturland. Ganz kurz zu uns. Ich bin der Daniel Hahn, das ist der Adriano Bowie. Wir haben von der IGA gehört, fanden das ganz cool und wollten das dann maximal supporten. Das heißt, wir wollten ein teures Ticket, haben dann unsere Firma gefragt, ob wir da hin dürfen. Und die Firma hat gesagt, das macht ihr. Und wenn ihr schon dort seid, könnt ihr doch bitte dann auch gleich mal einen Vortrag in unserem Namen halten. Deswegen ist immer das Branding unten rechts in der Ecke von unserem Auftraggeber Medatix. Die machen passend zum Thema Praxisinformationssysteme, das heißt, wenn ihr bei einem Arzt seid, dann könnt ihr da mal auf dem PC schauen und schauen, vielleicht findet ihr irgendwo da das Logo von unserer Firma, weil solche Sachen machen wir und da ist eben jetzt auch in den letzten Jahren ein großes Thema gewesen, das E-Rezept und da sind einige Sachen vorgefallen und daraus haben wir euch jetzt heute ein wunderbares Märchen gestrickt, nämlich das Märchen vom E-Rezept im Telematik-Infrastrukturland. Und ganz am Anfang in der alten Welt gab es die einzelnen Verordnungen und die haben gelebt. Die eine der Verordnungen wird genannt, ist die Arztempfehlung. Die wird ursprünglicherweise, findet die ein Zuhause auf dem grünen Formular. Hier werden dann meistens die Arzneimittel verordnet, die eben einen zusätzlichen heilenden Effekt oder genesenden Effekt unterstützen, aber nicht unbedingt notwendig sind. Anders die kassenärztliche Verordnung, die findet immer ein Zuhause auf dem Muster 16-Formular, bekannt als rotes Formular. Hier sind die Arzneimittel und die Hilfsmittel und sonstige Artikel, die eben zwingend notwendig sind für die Genesung des Patienten. Ähnlich ist das blaue Formular. Hier werden dann meistens die privaten Verordnungen von den privaten Kassen drauf gemacht. Oder wenn der Arzt eben eine Empfehlung aussprechen möchte und die mit einer besonders starken Wertung machen möchte, dann tut es nicht aufs grüne Formular, sondern lieber aufs blaue Formular, weil das beim Patienten einfach besser und intensiver wirkt. Hat sich einfach so von der Psychologie her gezeigt. Und hier können eben auch regelmäßig werden die Verordnungen erstellt. Dann gibt es noch ein paar besondere Verordnungen, wie zum Beispiel die Betäubungsmittelverordnung. Für die Betäubungsmittelverordnung ist eben die Vorgabe, dass es auf einem besonderen Formular ausgestellt wird. Das ist bekannt als das gelbe Rezept. Dieses Formular, weil hier eben besonders gefährliche Substanzen zu Hause sind, die eben eine starke Wirkung auf das Nervensystem haben, die zum Teil berauschende Wirkung haben, bewusstseinsverändernde Wirkungen, werden die eben gesondert, speziell kontrolliert. Und dafür gibt es diesen dreiteiligen Durchschlag vom BTM-Rezept. Der erste Teil bleibt beim Arzt, der zweite Teil bleibt in der Apotheke und der dritte, das restliche Gelb, das wird dann eingeschickt zur Krankenkasse für die Abrechnung. Hier gibt es noch zusätzliche Sicherheitselemente. Das ist unten diese große, lange Nummer mit den ganz vielen Nullen. Die ist eigentlich immer gefüllt und die kommt daher, dass der Arzt speziell nachfragen muss, hey, Bundesministerium für Arzneimittel, ich hätte gerne ein paar Rezepte, damit ich Betäubungsmittel verordnen kann. Dann kriegt er die speziell gedruckt und zugestellt und über diese Nummer kann man theoretisch wieder den Anforderungen herausfinden. So kann man dann eben im Nachgang nochmal kontrollieren, ob hier irgendeine Fälschung stattgefunden hat. Dann ein anderes sehr ähnliches Formular ist die T-Verordnung. Das T steht für teratogen, also erbgutschädigende Substanzen. Die sind natürlich auch gefährlich in der Anwendung, weil sie dann eben das Erbgut schädigen können. Das heißt, der große Skandal war ja damals das Contergan, werden vielleicht noch viele kennen. Und genau diese Substanz davon, das ist das Thalidomid, die war lange verschwunden. Jetzt wird sie wieder eingesetzt in der Krebstherapie. Und um das zu ermöglichen und um hier die Sicherstellung für den Arzt und für den Patienten sicherzustellen, wurde ein neues Formular erstellt. Das ist dieses T-Formular, wo eben ausschließlich die Substanz Thalidomid und der Nachbar Lenalidomid verordnet werden kann. Das sieht folgendermaßen aus, hat unten links nochmals zusätzliche Aspekte, dass bestimmte Sicherheitsaspekte beachtet werden, hat eine fortlaufende Nummer, muss auch immer individuell für den Arzt angefordert werden und wird dann von dem Arzneimittel von dem Bundesministerium für Arzneimittel eben speziell ausgestellt. Ist auch ein mehrschlägiger Umschlag, der dann auch an verschiedene Ministerien verteilt wird. Und dann gibt es noch viele ganz andere Verordnungen, wie die Hilfsmittel, Impfstoff, Sprechstundenbedarf und ganz viele Einzelfallsysteme. Und diese Verordnungen lebten in einem geschlossenen System, das einfach funktioniert hat. Und dann hat sich allerdings etwas verändert. Genau,
Dann kam die Gematik. Die Gematik wurde beauftragt, als halbverstaatliche Organisation da etwas zu bewegen. Die Gematik ist auf dem besten Weg, dann auch eine Behörde mittlerweile zu werden, also noch mehr einzugreifen in den Bereich. Und die Aufgaben der Gematik sind unter anderem das E-Rezept, die EPA und noch andere Sachen voranzutreiben, zu definieren. Und bei Definieren, da hilft HL7, das ist eine freie Organisation, die Standards im Gesundheitswesen definiert, unter anderem den Standard FHIR. Ja, die drei Begriffe Gematik, HL7 und FHIR werden wir jetzt mehrmals noch benutzen und hier so ein grober Überblick, was sie bedeuten. Genau, also es kam ein neuer Player ins Spiel mit einer neuen Anforderung. Wir möchten jetzt ein neues Formular, das E-Rezept-Formular. Und das hat natürlich die bisherigen Verordnungen ein bisschen verunsichert. Und immer wenn Sie das E-Rezept sehen, fangen Sie davon zu erzählen, dass doch alles in Ordnung ist. Wir brauchen nichts Neues. Die Papierrezepte, die Formularien, das sind alles perfekt All-in-One-Lösungen. Wir haben hier schon alle Fälle abgedeckt. Wir haben in dem Formular eine Erinnerung an den Patienten, dass er dieses Arzneimittel holen muss. Es ist die tatsächliche Verordnung drauf, also seine Befähigung, dieses Arzneimittel zu bekommen in der Apotheke. Es ist auch immer noch eine Anleitung mit drauf, verpflichtend mittlerweile, wie dieses Arzneimittel genommen wird. Einmal täglich, dreimal täglich, morgens, mittags, abends, ist alles mit dabei. Super einlösbar, überall deutschlandweit, auch europaweit tatsächlich möglich. Da ist doch alles gut. Was soll denn das? Warum brauchen wir etwas Neues? Genau, aber das E-Rezept sah die Probleme. Probleme wie, dass diese Papierzettel, wie alles Papierige, verloren werden kann. Ja, es kann auch unleserlich sein, dadurch, dass der Arzt eine Arztschrift hat, die sehr bekannt ist, oder aber das Zettelchen wurde verschmiert, beschmiert oder anderweitig zerknittert, dass es schon unleserlich wurde. Die Sachen, die draufgeschrieben waren, waren teilweise auch mehrdeutig, undeutig, also auch gerade bei der Darreichungsform zum Beispiel, war nicht genau klar, für den Apotheker später auch, was der Arzt eigentlich für Darreichungsform ausformulieren wollte, weil da auch viele sehr frei sind in ihrem Gusto. Außerdem wurden nicht immer die Artikel, die auch ausgestellt sind, auf dem Rezept auch wirklich tatsächlich denn genommen oder bevorzugt. Da gab es auch eine recht freie Auswahlmöglichkeiten, an die sich dann gewandt wurde. Und auch war das Papier nicht wirklich fälschungssicher. Ja? Also da gibt es auch immer noch sehr viele Sachen und Medikamente, die fälschlicherweise quasi sich habhaft werden kann, dank des Papierzettels, weil da viel weniger kontrolliert wird und auch kontrolliert werden kann. Genau, und dann kam ein weißer Connector vorbei am E-Rezept mit einem Hut. Und er wiederholte schon eher klagend, oje, oje, mein Zertifikat läuft bald ab, in der nächsten halben Stunde ist es vorbei. Denn die Konnektoren haben ein Hardware-Zertifikat, es ist fest in den drin verbaut. Sie sind nämlich eigentlich obsolet geplant für maximal 5 Jahre. Dann sollte eigentlich schon ein neues Verfahren da sein, was sie ablöst, das Internet-Ident-Verfahren, wodurch die Konnektoren hätten aus den Arztpraxen verschwinden können und das E-Rezept hätte direkt den Weg einschlagen können, ohne über die Konnektoren gehen zu müssen. Genau, aber das E-Rezept war neugierig, auch auf das Klagen hin des weißen Connectors und so folgt es ihm weiter, um seinen Weg bis zu Gematik-Servern fortführen zu können. Genau. Das E-Rezept verfolgt den Connector und der Connector ist zu seinem Einsatzort gelaufen und der Einsatzort ist in der Praxis der Herzärztin. Und die Herzärztin ist eine alte, etablierte Ärztin und die hat diese neue Verordnung gesehen und hat gesagt, nein, 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 du bist ja noch gar nichts ausgefüllt, bei dir ist nichts drauf. Dich tun wir jetzt erstmal vervollständigen und dann drucken wir dich schön fein säuberlich auf ein wunderschönes Papierformular. Schau hier, ich habe eine Vielzahl von Rezeptformularen zur Auswahl. Auf welches möchtest du denn drauf? Wir haben so schöne grün, blau, rot, gelb, weiß. Die Auswahl ist ganz offen. Genau, das E-Rezept wollte es aber nicht. Auf keinen Fall wollte es auf dem Papierrezept landen. Es ist neu, es will digital sein. Und da war ja noch der Connector, der eben eine wunderbare Lösung hat. Wie wäre es, wenn wir das Ganze elektronisch machen mit der Telematik-Infrastruktur? Noch gilt mein Zertifikat, noch können wir das machen. Und die Herzärztin sah das gelassen, das mit der
Mit der Telematik-Infrastruktur ist eh alles kompliziert. Es ist eh nicht mehr viel Zeit auf dem Connector. Probiert es mal. Und dann kann ich in aller Ruhe dieses wunderschöne Verordnung auf ein wunderschönes Blatt Papier drucken. Ja, und der weiße Connector wandte sich ans E-Rezept und sagte, es gibt nur ein paar Kleinigkeiten. Er holte ein riesiges Buch raus, an denen alle Möglichkeiten standen, die einzeln sind fürs E-Rezept, damit es weitergehen kann. Und er zählte auf, was das E-Rezept brauchte. Nachdem sich das E-Rezept das alles angehört hat, hatte es eine kurze Liste. Genau. Es war ein Connector und zum Glück war der weiße Connector noch da und noch hatte er sein Zertifikat. Es brauchte einen Patienten, ein Arzneimittel und einen Arzt, der das Ganze dann zertifiziert am Ende. Und so hat das E-Rezept erstmal angefangen, nachdem es den Connector schon hatte, sich einen Patienten zu suchen. Und den ersten Patienten, den er getroffen hat, der war privat versichert. Und privat ist ja super, weil bei privat geht doch alles, oder Herr Connector? Genau, nein, leider nicht. Für ein E-Rezept braucht man die EGK, also die physische Karte ist dringend wichtig, damit auch eine ärztliche Verordnung möglich ist und auch das Rückschreiben auf diese Karte. Und bei Privatpatienten ist dies nicht vorhanden, also ist das leider nicht möglich. Na gut, sagte dann das E-Rezept, dann suche ich eben weiter. Mal schauen, ob ich einen Patienten finde, der nicht privat versichert ist. Und es wurde fündig. Der nächste Patient war nicht privat versichert, sondern ein sogenannter sonstiger Versicherungsträger. Sonstige Versicherungsträger sind ein sehr breites Feld, die nicht unbedingt über eine Kasse versichert werden. Zum Beispiel sind es dann eben fürs Arbeitsamt werden da hier die Kassenleistungen gemacht oder dann eben Personen aus dem Ausland, die eben dann auch keine direkte Versicherungsträger dabei haben. Aber das bedeutet auch, wir haben jetzt auch hier wieder keine EGK-Versicherten-ID und das E-Rezept hat es dann gar nicht erst zum Connector wirklich hingetragen und ist schon weitergegangen, noch ehe der Connector einschreiten konnte. Genau, denn es wäre möglich gewesen, da auch für die sonstigen Versicherungsträger ein Anspruch steht laut dem BVG und sie ebenfalls die Möglichkeit hätten, eine EGK-ID zu erhalten und damit auch das E-Rezept bekommen zu können. Aber das E-Rezept zog schon weiter, hat schon den nächsten Patienten rausgesucht. Und beim nächsten Patienten hat sie sich jemanden geschnappt, der gesetzlich versichert ist und die gesetzlichen Versicherten haben wunderbar ihre EGK-Versichertenkarte. Also legen wir los, machen wir eine elektronische Verordnung. Ja, leider nicht ganz, weil die Karte, die EGK-Karte ist leider eine falsche Generation, es ist eine alte Karte. Es braucht schon eine neuere, die dafür auch fähig ist. Und auf der man auch die Sachen übertragen kann und die Karte ist einfach zu alt. Da musst du einen anderen Patienten nochmal raussuchen, der geht leider gar nicht. Na gut, das E-Rezept ging weiter auf die Suche und fand wieder einen gesetzlichen Patienten, gesetzlich Versicherten. Der hatte auch eine EG-Karte, er hat auch gleich nochmal probiert. Ah ja, richtige Generation. Los, wir legen los, E-Rezept, hier auf die Karte bitte. Ja, wir könnten loslegen. Das Problem ist aber, dass der nötige EG-PIN für den Patienten noch nicht beim Patienten ankam. Auf dem Amt gab es kein Papier mehr, deswegen weiß der Patient gar nicht, was für ein PIN er hat. Deswegen können wir den leider auch nicht nehmen. Ah, blöd, aber das E-Rezept ließ sich nicht entmutigen und fand schließlich einen Patienten, der gesetzlich versichert ist, eine EGK-Karte hat, in der richtigen Generation und seinen PIN bereits freigeschalten hat, sodass wir tatsächlich Daten auch auf die Karte schreiben können. Und jetzt? Ja, das geht passt, weiter, genau. Ne? So können wir nehmen, das ist sehr gut. Wunderbar, also wir haben den Patienten, wir können jetzt für den Patienten was verordnen. Wir suchen uns ein wunderschönes Arzneimittel raus. Wir sind eine digitale Verordnung. Wie wäre es mit einem digitalen Arzneimittel? Ganz neu, DIGA, digitale Gesundheitsanwendungen, sind jetzt verordnungsfähig und erstattungsfähig von der Krankenkasse. Das sind Anwendungen, die eben eingesetzt werden für die Genesung und für die Therapie. Sehr oft sind diese Anwendungen in der psychologischen Abteilung abgesetzt. Also wenn Leute eben bestimmte Angststörungen haben, dann gibt es eben digitale Anwendungen, mit denen in kontrollierten Atmosphäre diese Personen dieser Atmosphäre ausgesetzt werden können und sich so eben daran gewöhnen. Aber es gibt auch andere Anwendungen. Die allererste DIGA zum Beispiel war eine Anwendung für die Augenheilkunde. Hier ist es so, dass manchmal Kinder in Kindesjahren anfangen zu schielen. Und da haben sie eine spezielle Software entwickelt, die es ist im Endeffekt eine Spielsoftware, wo sich das Kind damit beschäftigt und im Hintergrund werden bestimmte Muster abgespielt, die das Auge dazu motivieren, eben die Augen richtig auszurichten, sodass das Schielen wegkommt.
Sowas wäre doch super auf einem E-Rezept. Das wäre doch modern und digital. Ja, das wäre super modern, digital, aber leider gar kein Arzneimittel. Warum muss es denn ein Arzneimittel sein? In der ersten Ausbauform ist es nämlich so, dass wir gesagt haben, fürs E-Rezept können erstmal nur wirklich tatsächliche Arzneimittel verordnet werden. Deswegen geht die digitale Anwendung leider nicht. Aber vielleicht geht sowas Halbdigitales. Blutzuckermessstreifen haben einen chemischen Endpunkt, der einen elektrischen Impuls erzeugt. Und die ist auf jeden Fall auch eine Kassenleistung. Das kriegen die Diabetiker zum Beispiel sehr gerne verordnet. Das ist auch nach dem 5. Band Sozialgesetzbuch eine Leistung innerhalb der Arzneimittelversorgung. Geht denn das? Nein, das geht leider auch nicht. Auch wenn es modern wäre, ist leider nicht Teil des Arzneimittelgesetzes und wir brauchen ein normales Arzneimittel dafür. Wir brauchen ein Arzneimittel. Gut, suchen wir weiter. Wie wäre es dann mit den großen Exoten, die wir vorhin gesehen haben, mit einem Betäubungsmittel, besonders gefährlich? Da ist es doch wichtig, dass wir ein fälschungssicheres System haben, genauso Teratogen. Und es sind auf jeden Fall Arzneimittel. Was ist mit denen? Können wir die machen? Ja, es wäre sehr schön, dass solche Mittel dann sicher wären, aber nein. Das wäre ein besonderes Formular, was vorausgesetzt wäre. Und nein, das muss Kleineres, also was anderes nehmen. Okay, dann nehmen wir mal einen anderen krassen Exoten aus dem Arzneimittelwelt, nämlich Blutegel. Blutegel sind tatsächlich als Arzneimittel definiert und die werden dazu eingesetzt bei Blutgerinnungsstörungen, blaue Flecken, um die zu therapieren. Also Arzneimittel, legen wir los. Ja, theoretisch schon ist ein Arzneimittel. Das Problem ist aber, wir haben in unserer Schlüsseltabelle, wo die Darreichungsformen stehen, keine richtige Darreichungsform für Blutegel. Also außer Teebeutel oder ähnliche Varianten. Aber das wäre mit dem Blutegel leider nicht möglich. Ja, und diese Arzneimittelform brauchen wir leider als Vorgabe für die Struktur unserer digitalen Verordnung. Ha, blöd. Ja gut, wenn wir die ganzen Exoten nicht können, nehmen wir doch was ganz Banales. Nehmen wir ein Arzneitee, das ist auf jeden Fall ein Arzneimittel. Das hat es schon im Titel, dass es ein Arzneimittel ist, ein Arzneimittel-Tee. Das hat auch auf jeden Fall eine strukturierte Arzneiform, in dem Fall der Beutel. Machen wir doch das. Ja, aber es ist nicht apothekenpflichtig. Das ist auch noch wichtig. Okay, in der ersten Generation sind nur apothekenpflichtige Arzneimittel erlaubt und der Arzneitee, der ist auch außerhalb der Apotheke zu erhalten, in der Drogerie und Ähnlichem. Okay, na gut, langsam gehen mir die Ideen aus. Nehme ich das Nächstbeste einfach. Nächstbeste ist hier in Bamberg in Hallstatt, der Dr. Pfleger und der stellt was ein, das ihr jetzt alle nach dem Vortrag bestimmt brauchen könnt. Kopfschmerzarzneimittel, nämlich das Neuragin und dann auch gleich die Extra-Variante, weil was wir euch hier erzählen, sind ganz viele Informationen, das geht in den Kopf. So, das sind Tabletten, was ganz typisch ist, da gibt es auch bestimmt eine Arzneiform dazu, das geht doch jetzt bestimmt aufs E-Rezept. Das ist perfekt, das nehmen wir, das juhu, geschafft. Dann fehlt uns jetzt nur noch eins, nämlich ein passender Arzt. Und das E-Rezept wandte sich an die Herzärztin. Die zeigte sich trotzig. Nein, nein, nein. Bei mir gibt es nur die klassischen, wunderschönen Formulare, die es seit eh und je gab. Aber zum Glück gab es dann noch eine andere Möglichkeit. Genau, denn ich als Digital Native kann auf jeden Fall helfen. Ja? Ich habe ein HBA, einen Helfsberufsausweis der Generation 2 und ich kann auf jeden Fall als jemand, der sehr modern ist, dir dabei helfen, das Zertifikat zu bekommen. Sehr schön, sagte der Connector und warf das E-Rezept ins Feuer. Und natürlich ist hier nicht das echte Feuer gemeint, sondern das Feuer. Das wurde schon kurz angeriffen. Das ist ein spezielles Format, ein nicht ganz so standardiger Standard für die Kommunikation im Gesundheitswesen. FHIR steht für Fast Healthcare Interoperability Resources. Das heißt, wir werden hier immer wieder auf XML-Basis eben Ressourcenstrukturen dargestellt, wie ein bestimmtes Objekt abzubilden ist, zum Beispiel das Rezept. Und wenn wir das jetzt dann machen mit unserem E-Rezept, dann schaut es erst einmal so aus, wunderschönes XML, hier ein kleiner Ausschnitt von den ersten paar 20 Zeilen. Rechts daneben nochmal, wie lang unser E-Rezept dann in voller Gänze sind, das sind ungefähr 17.000 Zeichen. Das ist doch wunderschön. So, aber wie weit sind wir jetzt eigentlich schon? Wir haben jetzt schon das Feuer, sind wir schon am Ende. Dafür gehen wir jetzt hier in unser wunderschönes Diagramm. Der grüne Pfeil war das Aussuchen, was aufs Rezept kommt. Der blaue Pfeil ist jetzt das, was der Connector im Hintergrund macht, während wir hier noch anschauen. Und zwar fragt er in der Gematik, in der Telematik-Infrastruktur einen Access-Code ab für dieses eine Rezept. Und mit diesem Access-Code kann man das XML nochmal aufbereiten.
Und zwar in dieses wunderschöne Vorschaubild. Ja, jetzt E-Rezept nicht kurz aufregen. Das ist nämlich nur ein Vorschaubild für die Ärztin. Das ist nicht für den Ausdruck gedacht. Da kann man nochmal kontrollieren, der Arzt eben in einer für ihn bekannten Ansicht, ob alles drauf ist, was drauf sein soll, ob es für den richtigen Patienten ist. Und dann geht's los mit dem nächsten Schritt. Wir springen jetzt schon weiter runter. Jetzt kommt der Block, der dazwischen ist, bis zum blauen Pfeil. Wir werden jetzt nämlich dieses Rezept signieren nach dem PKCS#7-Format und dann noch einmal über BIS64 in eine einheitliche Zahlenstruktur umwandeln. Dann schaut unser E-Rezept schon mal sehr informatikmäßig aus, grüne Zahlen auf schwarzem Grund. Und dann ist es jetzt tatsächlich soweit, dass wir unser E-Rezept zu der Gematik auf die Server schicken können. Und ja, liebes E-Rezept, gratuliere, wir haben es geschafft. Es ist auf dem Server, wir haben eine elektronische Verordnung ausgestellt. So, aber wie alle Geschichten ist es jetzt hier an der Erfolgsszene noch nicht vorbei. Wir kehren zurück zur Herzärztin. Zuerst zum Connector, der seine Leistung geschafft hat. Der wird jetzt dann nämlich, nachdem sein Zertifikat Ja, der Connector, genau. Wie schon angekündigt, neigt er sich jetzt seinem Zertifikatsende. Das erste Hardware-Zertifikat war für 5 Jahre ausgelegt und die gehen jetzt genau gleich vorbei. Und damit hat er ausgedient. Und direkt nachdem er gegangen ist oder gegangen wurde in die Mülltonne, kommt der nächste neue Connector, der hoffentlich nicht mehr so lange laufen muss, bis sein Zertifikat ausläuft, sondern dann abgelöst wird von einer besseren Lösung. Genau. Dann die Herzärztin. Die war natürlich unzufrieden, dass sie nichts ausdrucken konnte. Aber so digital das E-Rezept auch ist, es gibt immer noch Papier zum Ausdrucken. Und die Herzärztin freute sich, dass es den Ausdruck zur Einlösung des E-Rezepts gibt. Darauf ist tatsächlich zwar nochmal Teil der Information vom E-Rezept enthalten, aber das ist nicht das E-Rezept. Das ist nur ein Access-Token für die Apotheke, dass sie das tatsächliche E-Rezept vom Server der Gematik abrufen kann. Aber das ist was, was sie ausdrucken kann. Die Herzärztin ist hochzufrieden und gibt es dann weiter an den Patienten. Ja, und ich als Patient bekomme jetzt einen Zettel, den scanne ich ein mit meiner App und dann schmeiße ich den Zettel weg. Dann habe ich meinen Zettel in meiner App und gehe mit zur Apotheke und zeig's vor. Genau, und was wird jetzt dann aus dem E-Rezept? Na, in unserer Geschichte wurde es leider nie eingelöst, weil es sich eben im Nachhinein herausstellte, dass wir zwar ein apothekenpflichtiges Arzneimittel haben, aber es ist nicht verschreibungspflichtig. Deswegen war es gar nicht notwendig, das auf ein Rezept auszustellen. Was noch dazu kommt, ist, dadurch, dass es als Kassenleistung verordnet wurde, wird auch der Listenpreis angesetzt mit den zusätzlichen Aufschlägen für die Versicherung. Dadurch muss die Patientin auch einen deutlich höheren Wert zahlen als der frei kalkulierte Preis aus der Apotheke. Das heißt, sie hat auch wirklich keinen Grund, dass sie das Rezept einlöst, wenn sie das frei verkäuflich auch günstiger haben könnte. Und in unserem tragischen Fall wäre das E-Rezept auch abgelehnt worden, weil durch einen blöden Tagesunfall ist eben das Verordnungsdatum auf einen anderen Tag gefallen als das Signierdatum und dadurch hat die Apotheke das leider abgelehnt, dieses E-Rezept zu verarbeiten. Und so lebte das kleine E-Rezept doppelsigniert, vierfach konvertiert und uneingelöst auf den Servern der Gematik, wo es dann nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nach 5 Jahren restlos gelöscht wurde. Das Ende. Bevor jetzt dann die Fragen kommen, noch ein bisschen die trübe Stimmung wegmachen. Also es ist wirklich nicht alles so schlimm, wie wir es jetzt dargestellt haben. Wir haben uns natürlich die schönen Brocken rausgesucht, damit wir da eine schöne Geschichte drum bauen lassen. Man muss auch immer dran denken, wir sind noch in der ersten Ausbauphase des E-Rezept. Da gibt es natürlich auch die Kinderkrankheiten, die wir dann auch immer wieder hergeholt haben. Und tatsächlich funktioniert das E-Rezept mittlerweile schon sehr gut. Es gibt mehrere tausend E-Rezepte, die eben schon eingelöst wurden, wo die Patienten das bekommen haben, was sie wollten, über die verschiedenen Wege, über den Ausdruck, über direkt per App oder über Apothekenzuweisung. Das ist ein anderer Weg, wo dann der Patient tatsächlich nichts mitbekommen kriegt, sondern die Apotheke direkt bei der Gematik anfragen kann, hey, gibt es was für diesen Patienten an E-Rezepten, die zurückgelegt sind? Gib die mal her, die lösen wir jetzt hier ein. Und wir sind tatsächlich jetzt auch an einem Punkt, wo die ersten Kassenvereinigungen gesagt haben, okay, wir wollen jetzt eigentlich nur noch E-Rezept machen und den Vorreiter ist jetzt momentan
das KV-Gebiet Baden-Württemberg, die jetzt eben zum Anfang dieses Monats gesagt haben, wir möchten jetzt überwiegend nur noch E-Rezepte sehen von unseren Ärzten. So, und damit nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich eröffne jetzt die Fragerunde. Bitte. Gerne alles fragen. Alles. Wenn das ab 1.9. in Bavü hauptsächlich E-Rezepte sein soll, hat es dann irgendwelche Auswirkungen auf die Ärzte, dass die irgendwie bestraft werden, wenn sie weiterhin Papierrezepte ausstellen? Also wie da jetzt die genaue Bestrafung, ich glaube, die werden da nicht bestraft, weil die KV weiß, dass es immer noch ab und zu ein paar technische Hürden zu überwinden gibt. Bisher ist es so, wenn ein Arzt sich weigert, an der Telematik-Infrastruktur teilzuhaben, dann werden ihn je nach KV-Gebiet zwischen 1% und 3% seiner Komplettvergütung gestrichen. Und ich denke, dass es dann in diesem Rahmen auch irgendwo sich einfinden wird, falls es da nochmal etwas gibt. Hat es die Frage beantwortet? Okay, sehr gerne. Dann nächste Frage, bitte. Hi, zwei Fragen. Aktuell laufen die Rezepte ja meistens nur das aktuelle Quartal. Warum werden sie dann 5 Jahre aufbewahrt bei der Gematik? Können Sie die Frage nochmal wiederholen? In einer anderen Form umformulieren vielleicht? Die Rezepte laufen ja normalerweise nur für das aktuelle Quartal. Das heißt, wenn es abgelaufen ist, das Quartal, dürfe ich ja in der Regel nochmal zum Arzt. Mir das Rezept nochmal holen, weil es dann nicht mehr eingelöst wird in der Apotheke. Was verstehen Sie unter läuft im Quartal? Das heißt die Gültigkeit der Verordnung. Ja. Genau. Also momentan ist die Regelung so, dass alle Verordnungen innerhalb des ersten Monats, das heißt selber Tag des nächsten Monats, werden sie von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet. Und danach zählen diese Verordnungen als private Verordnung und sind 1 Jahr lang gültig. Das ist der aktuelle Stand, wie Verordnungen gelten. Ich denke, das gilt auch nicht nur so in Bayern, sondern auch komplett deutschlandweit. Und es ist so, dass Ärzte eine Aufbewahrungsfrist haben von 5 Jahren für ihre Verordnungen. Und die muss natürlich auch die Gematik einhalten und danach aufgrund der DSGVO mit der minimalen Anzahl an Informationen, personenbezogenen Daten, sind die dann eben verpflichtet, diese Verordnungsinformation von ihren Server zu löschen. Hat es die Frage beantwortet? Ja, ich denke schon. Okay. Okay, Sie hatten eine zweite Frage? Ja, ich kann verstehen, dass man den Patienten eventuell einen Zettel mitgeben muss, weil ich glaube mal, nicht nur Digital Natives, sondern auch viele, auch Ältere natürlich sehr Handyfirmen sind, aber da gibt es natürlich immer noch so die ganzen Sonderfälle mit die Oma und der Opa, die das da halt überhaupt nicht können. Die möchten dann halt lieber ihren Zettel mitnehmen und dann in der Apotheke wieder was vorzeigen. Gab es da Überlegungen, das noch irgendwie zu vereinfachen, zum Beispiel, dass die Person dann in der Apotheke einfach ihre Versichertenkarte vorzeigt und dass man dann diesen Prozess eigentlich nicht hat mit dem Papiermüll? Genau, also für das E-Rezept gibt es tatsächlich sehr viele Wege, wie man das einlösen kann. Der klassische Weg ist eben über den Papierzettel, dass man damit in die Apotheke kriegt. Das ist dann der Access-Token für die Apotheke, über den sie dann genau diese Verordnung von der Gematik abrufen kann. Die Alternative, die genauso funktioniert, ist dann eben über die E-Rezept-App, wo dann der Access-Token auf dem Handy gespeichert ist. Aber es gibt auch rein serverbasierte Methoden. Also ein geplanter Weg ist eben auch, dass der Arzt die Möglichkeit hat, dieses E-Rezept direkt an eine Apotheke zu schicken. Das heißt, das lädt regulär hoch auf den Server der Gematik und dann kriegt die Zielapotheke den Token schon über alternative Wege zugestellt, sodass die sich gleich um die Einlösung kümmern müssen und der Apotheker, der Patient dann nur in die Apotheke fahren muss, um es dort abzuholen oder es dann direkt geliefert wird. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit für den Patienten, dass er wirklich mit seiner EGK in der Apotheke auftaucht und sagt, hey, schaut mal, ich müsste noch irgendwelche E-Rezepte bei mir in der Gematik liegen haben. Ruf die mal ab und löse sie ab. Also es sind tatsächlich diese allen Wege unterstützt. Okay, danke. Vielen Dank. Weitere Fragen?
Ja, danke für die Geschichte. Eine Frage, gibt es denn Abschätzungen, wie die Kosten-Nutzen-Relation eigentlich am Ende aussehen wird für die E-Rezepte? Also sparen die Krankenkassen und Ärzte und Apotheken jetzt ganz viel Verwaltungsaufwand? Hatten wir vorher wirklich so ein großes Problem mit Fälschungen und falsch ausgestellten Rezepten, so falsch übergebenen Arzneimitteln? Also, was war jetzt eigentlich der Antrieb von dem Ganzen? Ja, da kommen sehr viele Sachen zusammen. Momentan ist einfach der größte Antrieb, dass halt die Digitalisierung als solches vorangetrieben werden soll, in irgendeinem Ausmaß. Natürlich auch wieder verstärkt durch die Covid-Pandemie. Aber da kommen natürlich auch viele Kostenfaktoren dazu. Weil wie funktioniert das momentan mit den Rezepten? Du hast einen Zettel, der wird vom Arzt ausgestellt, der wird in der Apotheke bedruckt und dann wird er zu den Kassen geschickt. Beziehungsweise nicht mal zu den Kassen, der wird zu einem Abrechnungszentrum geschickt und die haben eine sehr spezialisierte Hardware dort, um ganz schnell hunderttausende Rezepte zu digitalisieren, die zu entschlüsseln und dabei gestehen Fehler. Und wenn da Formatfehler sind, dann lehnt die Krankenkassen zum Beispiel, sagen dann, okay, da passt was auf dem Rezept nicht, das erstatten wir der Apotheke nicht. Dann muss die Apotheke wieder schauen, hey, das ist richtig ausgestellt, das wurde nur falsch eingescannt und dann geht es wieder zurück. Und diesen Papierweg könnte man sich zum Beispiel dann eben sparen. Fälschungen sind tatsächlich jetzt, ich sage jetzt mal nicht häufig, aber sie sind immer noch präsent. Es gibt immer noch Arzneimittel, die sehr bekehrt sind und die eben auch sehr stark kontrolliert sind. Und da manchmal lohnt es sich, manchmal lohnt es sich nicht, dann das Risiko der Fälschung dabei zu machen. Also es kommen sehr viele Faktoren zusammen, warum das jetzt eben stark vorangetrieben wurde. Und Fakt ist, wir machen das jetzt auch, weil es eben effizienter ist und modern. Hat es die Frage beantwortet oder möchten Sie nochmal im Detail nachfragen? Ich kann da gerne nochmal etwas auf einzelne Aspekte eingehen. Ja. Mir fällt es nämlich auch immer ein bisschen schwer, die ganzen Perspektiven richtig zu beantworten, weil ich eben sehr tief im Fach drin bin und dann... Ja. Hackt einfach nochmal nach und dann erkläre ich gerne einzelne Aspekte. Man kann auch sagen, du kommst aus der Apotheker-Ecke, deswegen hast du auch die Einsicht nochmal, als ich, der halt komplett softwareseitig daran sitzt. Ja, vielleicht soll ich dann die Fragen immer an den Kollegen weitergeben. Nee, machst du schon sehr gut. Also, okay. Gab es bei der Geschichte für den kleinen Connector eigentlich ein Happy End? Also wenn die jetzt ausgetauscht werden nach 5 Jahren, müssen die in 5 Jahren wieder ausgetauscht werden oder hat man sich da was überlegt? Das ist ein bisschen fraglich momentan. Also eigentlich sollte dann jetzt bald ein neues Verfahren halt kommen, das Identa-Verfahren, wo die Konnektoren überflüssig werden. Aber es gibt noch nichts wirklich handgreiflich Festes, keine richtige Frist, die jetzt festsetzt, in den nächsten 3 Jahren, dann ist wohl wirklich jetzt Ende. Sondern jetzt werden neue eingesetzt. Also die ersten Ärzte, damit wir das nachsehen, die ersten Ärzte, die auf die TI gesetzt haben, sind die ersten, die jetzt wieder austauschen müssen. Daher ist es noch leider nicht ganz klar, ob es nochmal passiert oder ob man dann endlich was geschaffen hat, um diese Absurdität auch teilweise einfach zu beseitigen. Vielleicht ergänzend dazu, warum laufen jetzt die ganzen Zertifikate ab? Das liegt daran, weil eigentlich jetzt schon geplant wurde, dass jetzt die nächste Generation der Telematik-Infrastruktur schon da ist. Nur die hat sich nochmal auf unbestimmte Zeit verzögert, aber die Hardware ist eben schon auf diese geplante Obsoleszenz ausgebaut, dass jetzt dann eben alle wieder umstellen müssen und deswegen hat man sich damals auch nicht darum gekümmert, dass man dieses Zertifikat wieder austauschen kann, weil das wird einmal eingebaut und dann ist fertig. Genau, ja, das war eigentlich der gedachte Weg. Danke für die Frage. Hat es Sie beantwortet? Ja, danke. Wofür braucht es überhaupt diese Hardware? Den Connector? Genau. Genau. Möchtest du? Ja, mach für aus. Dann mache ich das. Okay. Also momentan ist die Telematik-Infrastruktur in ihrer aktuellen Implementierung ein komplett geschlossenes System, also im Endeffekt ein virtuelles privates Netzwerk und der Connector ist der einzige Zugang, sich eben Möglichkeit für den Arzt Zugang zu diesem System zu bekommen. Deswegen braucht er eben diesen Connector. Okay.
Wie ist es denn eigentlich mit der Kostenaufteilung aktuell? Also müssen die Ärzte die ganzen Gerätschaften da dann vorstrecken? Kriegen die das von der Kasse gestellt oder läuft das halb über die Patientenkosten oder hat der Staat Steuergelder reingeschmissen? Wie ist das aktuell aufgeteilt? Ich weiß nicht, was du im Detail weißt, aber so wie ich weiß, wird es halt komplett den Ärzten erstattet. Die kriegen das Geld dafür wieder. Ja, nee, dann. Also nicht komplett, aber zumindest. Also ich muss zu jedem Aspekt, den du gesagt hast, oder Sie gesagt haben, ja sagen. Ja? Also ja, ja. In der Anfangszeit war es natürlich so, man wollte die Ärzte motivieren, dass sie aufsteigen, die das Telematik-Infrastruktur entfolgt wird und haben gesagt, ihr kriegt alles gezahlt, egal wie teuer das Ding ist. Fanden die Leute natürlich auch cool, die Konnektoren hergestellt haben. Und dann haben sie aber gemerkt, dass das nicht reicht und dann haben sie angefangen, den Geldhahn zuzudrehen und gesagt, okay, Arzt, je länger du brauchst, desto mehr Eigenbeteiligung musst du selber leisten. Also da wurde schon die Schraube dann auch angesetzt. Und ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber meines Wissens nach ist es so, dass wenn notwendige Anschaffungen sind für die Telematikinfrastruktur, werden die Kassenvereinigungen auf jeden Fall einen Teil davon übernehmen. Aber wahrscheinlich nicht vollständig. Genau, noch eine Frage zu dem großen Bruder, E-Patientenakte. Wie gut funktionieren die dann zusammen? Wird das E-Rezept in der Patientenakte eigentlich dann dokumentiert oder halt zumindest die Verschreibung irgendwie? Oder weil wenn das nach 5 Jahren gelöscht wird und ich dann keine, also die Patientenakte sollte ja nicht nach 5 Jahren gelöscht werden und nicht mehr drinstehen, dass er dieses oder jedes Medikament erhalten hat? Soweit momentan sind es 2 komplett unabhängige Projekte. Was alles mit der E-Patientenakte passiert, ist eh nicht so klar, da der Kollege ist, dann genau, mehr ja. Einsicht. Nee, es ist noch nicht fertig definiert, auch da gibt es noch keinerlei reellen Anwendungen oder wo man drauf schützen könnte. Also es ist noch auch komplett in der Schwebe, wie es am Ende aussieht. Also auch bei der, er war mit bei der Entwicklung dabei vom E-Rezept, das war ja auch mit dem Fire-Standard auch noch viele Sachen, die auch ausdefiniert werden mussten noch, weil viel war geplant, aber nicht so umsetzbar in der Realität. Und bei der EPA wird es wahrscheinlich sehr ähnlich sein, dass da noch viel dann auch angepasst werden muss noch und bedacht werden muss, dass da viele Sonderfälle gibt. Das FHIR ist nämlich auch nicht ein Standard, sondern das ist eine Möglichkeit, Standarde zu definieren. Und das heißt, man kann den dynamisch anpassen an die eigenen Bedürfnisse und das ist auch nicht so einfach. Und da haben auch wir als Hersteller noch Probleme, das zu lesen. Und aber auch die Kassenvereinigung und die Gematik stehen auch noch in dieser Herausforderung, dann auch entsprechende Anforderungen zu schreiben. Und deswegen braucht das auch immer eine Zeit. Also EPA ist da, funktioniert, hat noch nicht so viele Anwendungen, die darauf zugreifen. FHIR ist da, funktioniert, aber die sind momentan noch komplett entkoppelt. Ist natürlich aber auch wünschenswert und auch geplant, dass die dann vielleicht irgendwie miteinander interagieren. Aber inwieweit ist noch nicht geklärt. Danke für die Frage. Hattest du geantwortet? Sehr gut. Dann gerne die nächsten Fragen. Das heißt, momentan ist es auch noch nicht möglich, wenn ich jetzt zum Psychotherapeuten oder zum Psychiater gehe und der mir irgendwas verschreibt, dass mein Hausarzt sieht, was mir der verschrieben hat. Also die Ärzte sehen immer noch nur die Rezepte, die sie selbst verschrieben haben. Okay, also so wie die Frage gestellt wurde, muss ich sie verneinen. Es gibt bereits Mittel und Wege, dass die Ärzte untereinander kommunizieren können. Und gerade bei der Verordnung gibt es den Weg des bundeseinheitlichen Medikationsplans oder des elektronischen Medikationsplans, der eben auch auf die Karte geschrieben werden kann. Und das ist momentan der präferierte Weg, dass die aktuellen Verordnungen zwischen den Ärzten ausgetauscht werden können. Das wird jetzt wird auch in Zukunft nicht über das E-Rezept laufen, weil das E-Rezept ist wirklich nur die einzelne Verordnung zur Einlösung. Hat das die Frage beantwortet? Gerne auch eine Anschlussfrage. Ja, geschieht es dann, ohne dass ich als Patientin die Möglichkeit habe, zu widersprechen? Also Hintergrund ist der, dass eben gerade bei mentalen Krankheiten es ja oft eine gewisse Stigmatisierung gibt und ich nicht will, dass jeder Arzt sieht, dass ich irgendwelche Medikamente nehme. Also ich schaue ein bisschen nach unten, weil mich die Lampen so blenden, wenn ich nach hinten schaue. Also das ist erstmal nicht falsch auffassen. Und ja, sowohl der bundeseinheitliche Medikationsplan als auch der elektronische Medikationsplan brauchen beides Aktionen vom Patienten, dass die funktionieren. Also das wird nicht irgendwo im Geheimen gemacht. Das ist kein
Opt-out-Verfahren, sondern ein Opt-in-Verfahren. Man muss sich da aktiv daran beteiligen, dass man diesen Medikationsplan kriegt und dass der dann auch auf die Karte geschrieben wird und dass der dann auch mit dem Arzt geteilt wird. Also da hat man vollkommene Kontrolle darüber. Genau. Und das ist auch Ziel von diesen... Genau, man hält auch einen persönlichen PIN quasi, den man eingeben muss. Man kann auch, wenn man das möchte, seinen Arzt auch dazu anweisen, dass er es immer eingeben darf, eine Rechtevergabe quasi. Aber man hat selber als Patient einen PIN. Und wenn man das nicht möchte, muss man auch keine Daten draufschreiben lassen in den EGK und auch nicht auslesen lassen, weil für beide Verfahren bräuchte man jeweils den Patienten-PIN. Herr Negger. Mhm. Es gibt ja jetzt durch diese Papiere, die verteilt werden und die App und die Möglichkeit für den Arzt, das der Apotheke mitzuteilen, dass ich das abholen kann, ganz, ganz viele Wege, worüber dann meine Karte in der Apotheke ja nicht mehr unbedingt eingescannt werden muss. Warum muss es dann überhaupt auf meine Karte geschrieben werden, zwingend, beziehungsweise warum brauche ich zwingend eine Karte, auf die es geschrieben werden kann, wenn es so viele andere Wege gibt, diese Informationen zu übermitteln? Ja, schöne Frage. Das war natürlich jetzt storytechnisch von uns eingebaut. Wir wollten als elektronische Verordnung auch den Access-Token eben elektronisch schreiben auf die elektronische Gesundheitskarte. Das ist nicht zwingend notwendig fürs E-Rezept. Fürs E-Rezept reicht es aus, wenn der Patient eine Karte hat und davon dann der Arzt die ID einlesen kann, die EGK-Versicherten-ID, die ist zwingend notwendig, dass das Rezept ausgestellt werden muss. Aber es ist nicht zwingend notwendig, dass dann umgekehrt dann die Verordnung aufs E-Rezept geschrieben wird. Das haben wir nur für uns gemacht, damit wir noch ein paar mehr Einschränkungen haben, damit wir noch ein paar Steps in unsere Story einbauen können. So. Wenn sich dann die Fragen jetzt langsam erschöpfen, möchte ich nochmal hinweisen, dass ich hier vorne unseren Merchandise-Stand nochmal aufgeführt habe. Nachdem da gestern die ganzen Bahnsachen waren, haben wir uns vom Marketing auch ein paar Sachen mitgekriegt, die haben wir da hingeteilt. Wir haben Stifte, Blöcke, ein Multitool mit ganz vielen Schraubenschlüsseln, alles im einen. Kleine Plüschtiere, genau. Plüschtiere, Ärzte, kleine Plüschärzte. Von unserem Maskottchen, den Dr. Docs. Und falls ihr euch jetzt einfach nicht traut, in der großen Runde Fragen zu stellen, ich bin jetzt auch noch ein paar Minütchen hier, wahrscheinlich dann vorne in der Nähe von der Bar, vielleicht hinten beim Hackcenter. Sprecht mich einfach an, ich bin offen für alle Fragen, auch gerne persönliche Fragen, wie ich jetzt dazu komme, hierher zu kommen und Software zu schreiben, obwohl ich eigentlich Apotheker bin. Das sind ja auch immer alles interessante Lebensgeschichten. Haltet euch da nicht zurück, kommt auf mich zu, ich freue mich. Bei mir dasselbe, außer Apotheker. Gut, dann.